Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lan. Leute, ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass ihr für das nächste Video dranbleiben sollt, weil ich euch noch den anderen Brief zeigen wollte. Und zwar diesen hier. Ihr wisst gar nicht, was sie mir geschickt hat oder was sie mir hinterlassen hat. Das ist sowas von heftig. Ernsthaft jetzt. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich kann es nicht glauben, dass sie mir auch sowas schicken würde. Oder ich kann es nicht glauben, dass ich sowas bekommen würde. Und ich will das sogar heute machen. Keine Ahnung, wenn ich das nicht mache, kann auch sein, dass sie mich weiterhin belästigen wird. Schaut euch das mal an, Leute. Ich habe diese Karte hier bekommen. Ich habe eine Karte bekommen, Leute. Seht ihr das? Das ist das Haus, wo ich wohne. Sie weiß, wo ich wohne. Sie weiß, wo ich zum Fitness gehe. Und da befindet sich ein Spielplatz. Und da soll sich Momo befinden. Ich habe gerade voll das Herzklopfen, ne? Oh mein Gott, schaut euch das mal an, wie gruselig das ist. Und dann steht da auch noch Good Luck. Mir fehlen die Worte, Leute. Leute, ich habe richtig, richtig Angst. Aber ich muss da wirklich durch. Oh mein Gott, ich habe schon Momo im Kopf. Vor allem, ich gehe auch noch alleine, okay? Das ist echt doof von mir. Ich hätte eine Freundin mitnehmen sollen. Das war eine schlechte Idee von mir. Ich kann meine Freundin nicht fragen. Ich kann Becky nicht fragen. Sie wohnt so weit weg. Sie wohnt über 9000 Kilometer von mir entfernt. Sie wohnt nämlich in Deutschland. Und ich bin einfach mal auf der anderen Seite. Ich muss da auf jeden Fall jetzt hinfahren mit dem Auto, weil dieser Spielplatz ist ein bisschen weit weg. Also dieser Spielplatz ist auf jeden Fall 6 Minuten von hier entfernt. Und ich werde jetzt hinfahren. Ich bin richtig, richtig nervös, weil ich wusste, dass sie sich mit mir treffen will. Sie will sich mit mir treffen. Ich glaube, sie wird da sein. Und dann werde ich sie persönlich treffen. Ihr seid ja auch gespannt. Ich habe richtig Angst. Ich muss schon irgendwie meine Angst überwinden und ich möchte sie persönlich sehen. Ich weiß, dass das voll die schlechte Idee von mir ist und ich habe keine Ahnung, was sie vorhat, Leute. Aber sie will sich unbedingt mit mir treffen. Diese Karte sagt schon alles aus. Sie sagt mir, dass ich kommen soll. Aber sie hat mir nicht gesagt, wann ich da erscheinen soll. Ich werde einfach heute versuchen, ich werde heute mal den Spielplatz abchecken, um zu sehen, ob sie da ist. Ich habe richtig Angst. Oh mein Gott, Leute, ehrlich gesagt, habe ich richtig Angst vor der Dunkelheit. Vor allem, es ist jetzt richtig spät. Keiner würde nachts auf dem Spielplatz gehen. Ernsthaft jetzt, Leute. Das ist richtig, richtig creepy. Ich muss jetzt durch, Leute. Ich werde jetzt das Auto anmachen und dann werde ich dahin fahren. Das wird ja was, Leute. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich bin jetzt angekommen und ich glaube, ich sehe einen Spielplatz. Ich werde jetzt hingehen, Leute. Ich habe richtig Angst. Ich nehme die Karte mit. Soll ich noch meinen Rucksack mitnehmen? Nee, ich brauche keinen Rucksack, oder? Oh mein Gott, was denkt ihr, Leute? Doch, ich nehme meinen Rucksack mit. Man weiß ja nie. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt aus dem Auto aussteigen. Und dann muss ich noch das Auto abschließen. Das heißt, ich muss euch kurz verlassen, weil ich habe keine 1000 Händen. Also, ich bin jetzt draußen und ich sehe hier keine Menschen. Die sind alle zu Hause. Was ich nur sehe, sind vielleicht ein paar Autos. Schaut euch das mal an, Leute. Ich bin hier ganz alleine. Ich sehe hier keine Menschen. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Es ist mega dunkel. Oh, ich habe richtig Angst, Leute. Ich muss aufpassen. Ich höre hier auch schon komische Geräusche. Oh mein Gott, was mache ich nur? Oh mein Gott, ich sehe Leute, die rumrüpfen. Okay. Leute, ich sehe hier einen Spielplatz. Könnt ihr es sehen? Oh mein Gott, wo befindet sie sich? Scheiße, Leute. Ich habe richtig Angst. Ich sehe hier einen Spielplatz. Aber ich frage mich jetzt, wo sie sich befinden soll. Oh, verdammt, ich habe jetzt richtig Angst. Ich sehe hier keine Menschen. Was mache ich nur, ey? Oh mein Gott, wo kann sie sich jetzt nur befinden? Alter, ich weiß gar nicht, was ich mache. Hier ist auf jeden Fall ein Spielplatz. Oh mein Gott, wieso hat sie sich diesen Spielplatz ausgesucht? Okay. Scheiße, Leute, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, Leute. Alter. Wo wird sie wohl sein? Oh mein Gott, Leute. Momo. Momo, bist du hier? Scheiße, was mache ich nur? Momo. Oh mein Gott, ich will jetzt das Video beenden oder so. Keine Ahnung, ich sehe hier. Ich habe sie wirklich gesehen. Ich muss schnell weglaufen. Scheiße. Ja, Leute. Ich habe einen Schatten von ihr gesehen. Das ist richtig schlimm. Oh mein Gott, Leute. Ich habe die ganze Zeit Geräusche gehört, Leute. Scheiße. Ich habe einen Schatten von ihr gesehen. Oh mein Gott. Ich traue mir das einfach gar nicht. Ich habe richtig scheiße Angst. Ich sehe da gerade eine Person von mir. Zum Glück bin ich im Auto, Leute. Ich werde das Auto abschließen. Oh mein Gott. Sie ist wirklich da, glaube ich. Oh mein Gott, sie ist wirklich da, Leute. Digga, das ist richtig groß. Ich mache lieber das Licht aus, oder? Scheiße. Oh mein Gott.
Gott, sie steht da wirklich und sie kommt immer näher, Leute. Oh mein Gott, nee, Leute. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Hause. Oh mein Gott. Scheiße, sie kommt immer näher, Leute. Ich hab richtig Angst. Das ist immer lustig, Leute. Könnt ihr sie auch sehen? Oh mein Gott. Seht ihr sie? Scheiße. Oh mein Gott, sie steht da und sie ist komplett schwarz angezogen.